Woher weiß man, dass man ein Mensch ist, der sein Leben lebt und nicht ein gerade erst entstandenes Gehirn voller künstlicher Erinnerungen, das sich eine Realität herbeihalluziniert, die es eigentlich nicht gibt? Das mag absurd klingen, aber es hat mehrere Generationen von führenden Kosmologen nachts wachgehalten. Sie nennen es das Boltzmann-Gehirn-Paradoxon. Sein Namensgeber, Ludwig Boltzmann, war ein Physiker des 19. Jahrhunderts, der zu einer Zeit tätig war, als die Wissenschaftler leidenschaftlich debattierten, ob das Universum schon unendlich lange oder erst seit begrenzter Zeit existierte. Boltzmann wurde vor allem dadurch berühmt, dass er die Thermodynamik revolutionierte, den Zweig der Physik, der sich mit Energie beschäftigt. Er legte eine neue Interpretation der Entropie vor, die ein Maß für die Unordnung eines Systems ist. Ein Glas ist ein geordnetes System, während ein zerbrochenes Glas ungeordnet ist. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass geschlossene Systeme zur Unordnung neigen. Ein zerbrochenes Glas wird nicht in seinen heilen Zustand zurückkehren. Boltzmanns Erkenntnis war die Anwendung statistischer Überlegungen auf dieses Verhalten. Er fand heraus, dass sich ein System zu einem ungeordneten Zustand hin entwickelt, weil es wahrscheinlicher ist. Der umgekehrte Weg ist nicht unmöglich, jedoch einfach so unwahrscheinlich, dass wir nie erleben werden, wie Rühreier wieder roh werden. Aber wenn das Universum über eine unendlich lange Zeit existiert, werden extrem unwahrscheinliche Ereignisse eintreten, einschließlich komplexer Dinge, die sich aus zufälligen Kombinationen von Teilchen zusammensetzen. Wie sieht das nun in einem hypothetischen, unendlich alten Universum aus? In diesem unscheinbaren Abschnitt aus fast nichts kommen etwa 8 Quadrilliarden Atome zufällig zusammen, um den Denker aus Nudeln nachzubilden. Er löst sich sofort auf. Hier drüben bilden diese Teilchen plötzlich so etwas wie ein Gehirn. Es ist gefüllt mit falschen Erinnerungen an ein ganzes Leben bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo es ein Video wahrnimmt, in dem genau diese Worte gesagt werden, bevor es zerfällt. Und schließlich konzentrieren sich durch zufällige Fluktuationen alle Teilchen im Kosmos auf einen einzigen Punkt und ein ganzes neues Universum wird spontan ins Leben gerufen. Von diesen letzten beiden, welches ist wahrscheinlicher? Das Gehirn bei weitem. Trotz all seiner Komplexität ist es eine Kleinigkeit im Vergleich zu einem gesamten Universum. Jedes einzelne durch zufällige Fluktuationen entstandene Universum hat die gleichen Chancen wie Unmengen an Spontangehirnen. Mit dieser Argumentation scheint es also sehr viel wahrscheinlicher, dass alles, was du für real hältst, in Wirklichkeit eine flüchtige Illusion ist, die bald wieder verschwinden wird. Boltzmann ist bei seinen Überlegungen nicht ganz so weit gekommen. Die Gehirne selbst wurden von späteren Kosmologen eingeführt, die auf seiner Arbeit aufbauten. Aber sie waren sich, wie fast jeder andere auch, ziemlich sicher, dass sie selbst nicht nur flüchtige Gehirne waren. Das Paradoxon war also, wie konnten sie recht haben und das Universum ewig existieren? Die Lösung betrachten die meisten heute als selbstverständlich. Dass unser Universum nicht schon ewig existiert, sondern Zeit und Raum mit einem Urknall begannen. Damit ist das Paradoxon überwunden, oder? Nun, vielleicht nicht. Im letzten Jahrhundert haben Wissenschaftler überall Beweise für die Urknalltheorie gefunden. Wir wissen zwar, dass der Urknall stattgefunden hat, aber niemand weiß, was ihm vorausging und was ihn ausgelöst hat. Warum begann das Universum in einem so extrem geordneten und unwahrscheinlichen Zustand? Befindet sich unser Universum in einem unendlichen Kreislauf von Entstehung und Zusammenbruch? Oder befinden wir uns vielleicht in einem von vielen Universen, die sich innerhalb eines Multiversums ausbreiten? In diesem Zusammenhang finden gegenwärtige Kosmologen erneut Interesse an Boltzmanns Paradoxon. Einige argumentieren, dass die führenden Modelle zur Entstehung des Universums immer noch implizieren, dass Boltzmann-Gehirne wahrscheinlicher sind als menschliche Gehirne, was darauf hindeutet, dass etwas nicht stimmt. Andere entgegnen, dass geringfügige Änderungen der kosmologischen Modelle das Problem vermeiden würden oder dass Boltzmann-Gehirne nicht wirklich physisch entstehen können. Einige Forscher haben sogar versucht, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass ein aus zufälligen Quantenfluktuationen entstandenes Gehirn lange genug besteht, um einen einzigen Gedanken zu denken. Sie erhielten diese unglaubliche Zahl mit dem Nenner 10 hoch einer Zahl, die etwa eine Quadrillion mal größer ist als die Anzahl der Sterne im Universum. Das Boltzmann-Gehirn-Paradoxon ist trotz seiner Absurdität nützlich, weil es eine Messlatte für Modelle schafft.
Wenn im Vergleich mit Zahlen wie dieser der gegenwärtige Zustand des Universums äußerst unwahrscheinlich ist, ist irgendetwas an dem Modell mit Sicherheit falsch. Es sei denn, du bist derjenige, der falsch liegt. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. So verpasst du nie eine Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.